Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Video backen wir einen super leckeren Dinkelzopf. Und das Rezept ist in meinem Backbuch. Wir machen aber heute eine Ableitung davon. Und als erstes mache ich mir ein Brühstück, einen sogenannten Brühteig. Dazu brauche ich 140 Gramm Wasser und 100 Gramm Dinkelmehl. Als erstes koche ich mir das Wasser auf und gebe es dann kochend an das Dinkelmehl. Dadurch verkleistert die Stärke und das Wasser wird schon aufgenommen, gebunden. Und dann kann ich dem Hauptteig zusätzliches Wasser oder Feuchtigkeit beigeben. Und das ist immer gut. Je mehr Feuchtigkeit im Teig, desto länger bleibt das Brot frisch. Im Anschluss gebe ich mir das Dinkelmehl in die Küchenmaschine, das kochende Wasser dazu und mische mir das mit dem K-Haken kurz durch. So, nach dem Mischen decke ich mir alles mit einem Teigtuch ab und lasse mir das bis am nächsten Tag schön quellen. Es geht 2-3 Minuten, so ein Brühstück herzustellen. Einfach am Vortag vorbereiten, bei Zimmertemperatur bis zum nächsten Tag stehen lassen. Dann geht es weiter mit dem Hauptteig. Dazu brauche ich 530 Gramm helles Dinkelmehl, 210 Gramm Milch, 2 Gramm Malz, Backmalz, Malzextrakt. Das gibt eine zusätzlich schöne Farbe und gibt noch einen guten Geschmack rein. Wenn du kein Malz hast, dann kannst du Malz mit Honig ersetzen. 90 Gramm Butter, 14 Gramm Salz, 10 Gramm Frischhefe und ein Ei. Und das ist auch schon die Ableitung im Gegensatz zum Buch. Ich habe weniger Hefe, weil ich den Teig heute herstelle, den geflochtenen Zopf in den Kühlschrank gebe und am nächsten Tag erst backe. Und noch für die Farbe und das Aroma ein Ei. Dann gebe ich alle Zutaten in die Küchenmaschine und beginne mir einen Teig zu kneten. Zuerst auf kleiner Stufe und dann erhöhe ich die Geschwindigkeit. So, nach 5-6 Minuten ist der Teig auch schon wunderbar geknetet, schön glatt geworden. Jetzt mache ich noch die Fensterprobe. Dazu nehme ich ein Teigstück etwas weg, forme eine Kugel und beginne das Ganze auseinanderzuziehen. Wenn ich da schön durchschauen kann fast, dann ist der Teig wunderbar schön geknetet. Den forme ich mir jetzt kurz zu einer Kugel und gebe den zurück in die Küchenmaschine und lasse mir den Teig für eine Stunde aufgehen. Noch kurz zum Kneten. Ich bekomme von euch oft die Rückmeldung, dass ihr meine Rezepte nachgebacken habt und statt Weizenmehl Dinkel genommen habt und dann wurde der Teig extrem klebrig. Das ist so, bei Dinkel aufpassen, nicht zu lange und nicht zu intensive kneten. Wenn ich den jetzt noch lange kneten würde, dann würde er extrem klebrig und weich werden. Das ist der Grund, Dinkelteige immer etwas schonender kneten. So, der Teig ist nun eine Stunde aufgegangen. Wunderbar. Den wiege ich mir jetzt ab. Und zwar mache ich hier draus einen 2-Strang-Zopf und einen 5-Strang-Zopf. Für den 5-Strang-Zopf wiege ich mir die Teigstücke zu 100 Gramm ab und für den 2-Strang-Zopf 2 Stück zu 250 Gramm. Im Anschluss beginne ich mir Stränge zu rollen, dazu flach drücken, aufrollen und dann mit der Hand in die Länge drücken.
Zuerst nur etwas vorrollen, kurz entspannen lassen und das nächste Teigstück nehmen. Herrlich. Wunderschöner Teig, schön glatt, lässt sich perfekt kneten und formen. Gar nicht zu viel Mehl brauchen, dann geht es besser zum Rollen. So, wenn ich alle vorgerollt habe, beginne ich vorne wieder. So. Jetzt geht es ans Flechten. Ausgangslage 3 rechts, 2 links. Dann lege ich den Strang ganz außen in die Mitte rechts. Den Strang links außen in die Mitte. Dann drehe ich diese zwei in der Mitte und nun beginnt das Spiel wieder von vorne. Rechts außen in die Mitte, oben runterlegen und diese in der Mitte drehen. In die Mitte legen. Mitte legen, runterlegen und drehen. Mitte legen, runterlegen und eindrehen. Mitte legen, runterlegen, eindrehen. Mitte legen, runterlegen, eindrehen. Und zum Schluss einfach alles so zusammennehmen und runtergehen. Einmal umdrehen und das ist der Fünfstrangzopf. Zieht sich vor allem hier durch mit der schönen Oberfläche. Beim Zweistrangzopf die Stränge auch gleichmäßig vorrollen. Beide gleich lang machen. Dann mehle ich mir die Stränge ein bisschen. Dann reißt der Zopf dann schön auf. Zum Formen der Stränge ist es nicht optimal, aber zum Flechten schon. Übers Kreuz legen. Ausgangslage, denn der, wo unten liegt, kreuzen, dann flechtet man immer gegenüber. Jetzt habe ich die gekreuzt, jetzt kreuze ich die, die hier kreuzen, kreuzen, kreuzen und am Schluss auch alles flach drücken und runterlegen. Voilà. Dann die Zöpfe auf ein Backblech legen. Und einmal mit Ei bestreichen. So, sehen doch schon richtig cool aus, diese Zöpfe. Die lasse ich mir jetzt für 30 Minuten hier im Raum aufgehen. Decke die gar nicht ab in dieser Zeit. Krustet hier die Eierstreiche etwas an, also das heißt, sie trocknet an. Dann decke ich sie zu mit einem Teigtuch und gebe die Zöpfe bis am nächsten Tag in den Kühlschrank. Und morgen, wann ich will, kann ich die backen. Beispielsweise, du machst dir diesen Zopf am Samstag und am Sonntagmorgen früh schiebst du die in den Ofen und deine Familie wird dich lieben. So, die Zöpfe waren jetzt über Nacht im Kühlschrank, schön zugedeckt. Es gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sie schön glänzend haben will, dann anstreichen nochmal mit Ei. Ich mache jetzt die rustikale Variante, nehme mir hier ein Sieb mit etwas Dinkelmehl und stäube darüber. Es ist übrigens wichtig, dass die trotzdem einmal mit Ei bestrichen werden, denn es schimmert unten dann ganz schön durch, sonst wirken die so eher gräulich. Drum immer, auch wenn sie gestäubt werden, einmal mit Ei anstreichen. Die kommen jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad. Blech einschieben. Unten habe ich ein Backblech drin, das habe ich mit vorgeheizt. Gieße Wasser auf. Und
dann werden die Zöpfe bei 200 Grad für 35 bis 40 Minuten gebacken. So, nach 40 Minuten wunderbar, mega coole Zöpfe, die lasse ich mir jetzt mal auskühlen. So, jetzt sind die Zöpfe ausgekühlt und sehen die nicht einfach wunderbar aus? Mega rustikal, ich finde es halt einfach cool, wenn die so gestäubt sind. Und hier leicht aufgerissen, das ist auch ein super Qualitätsmerkmal, schön gleichmäßig. Schreibt mir mal in die Kommentare, mögt ihr lieber gestäubte Zöpfe oder wenn die mit Ei bestrichen sind, da bin ich wirklich gespannt. Und jetzt hier schön reinschneiden. Mega feine Porung, schön weich und fluffig. Schön kompakt und das Butteraroma steigt mir schon in die Nase rein. Mega butterig, intensiv im Geschmack. Oben leicht knusprig und innen schön weich. So muss es sein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept zum Nachbacken findest du hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Schreib mir einen Kommentar und noch wichtiger, abonniere den Kanal. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.